Moin und herzlich willkommen im HSV-Netradio, präsentiert von der Sparda Bank Hamburg. Philipp Heiser auf der linken Bahn, flankt den Ball auf den ersten Posten, Martin Zeck lässt durch Kleusener. Tor für den KSC, 14. Spielminute, 1:0 für die Gastgeber. Über die Mauer, Laszlo Benisch, nach rechts versetzt der Anlauf. Dompe täuscht an, Benisch führt aus, er ist gut! Ja! Yeah! Laszlo Benisch! Was für ein Tor! Diaz lässt grüßen! Über die Mauer, rechts hinein, unhaltbar! Was für eine Bude! Nach 3 Scorern gegen Schalke 04, 2 Tore, 1 Assist beim Auftaktsieg gegen die Königsblauen. Jetzt hier heute der nächste Treffer von Laszlo Benisch. Raketenstart. Hat ja lange gedauert, bis er ausführen konnte. Die ganze Zeit den Ball festgehalten. Gewusst, dass er den da ins Eck machen wird. Laszlo Benisch jetzt wieder mit der Möglichkeit. Flachschuss vor die Füße von... Ja! Yeah! Ball! Bobby! Robert Glatzel hält den Fuß rein. Abseits verdächtig, aber das Ding ist erstmal drin. Schuss kam von Laszlo Benisch. Halblinke Position außerhalb des Strafraums. Und dann an der vorderen 5-Meter-Raumkante ist Robert Nester Glatzel zur Stelle und trifft hier zum 2:1. Mal Sebastian Jung über rechts. Stindl lässt den Ball durch. Warnizek dann aus der zweiten Reihe. Oh! Und ein starker Save von Daniel Heuer-Fernandes. Fliegt da ins linke obere Eck, greift über. In diesem Moment könnte 1 gegen 1 gegen Gondorf, der ist schon offen. Den kann er doch einfach überlaufen. Jean-Luc Dompe jetzt auf Strafraum, spielt ihn aus mit dem Übersteiger. Oh. Schießt ihn, geblockt. Jatta Nachschuss, überweg. Backer, bitte. Vor die Füße von Lars Stindl, der zieht ab. Schuss geblockt, zweiter Ball bei Stindl. Hat er nochmal eine Idee? Hat er, bringt ihn rein. Und das Tor, und das Tor. Flachpass von Lars Stindl. Das erwartet schweres Spiel, wildes Spiel. Wie hat es sich auf dem Platz angefühlt für dich? Ja, ich finde... Wir sind in das Spiel nicht gut reingekommen in der ersten Halbzeit. Wir haben nicht so gespielt, wie wir von dem Spiel gesprochen haben. Wir waren zu tief und haben wir gar keinen Druck auf die Gegner bekommen. Und dann irgendwann in 20. Minute haben wir gesagt, also 15., 10., 20. gesagt, das geht nicht so weiter. Wir müssen höher anlaufen, wir müssen Druck auf den Ball kriegen und dann war das auch besser. Aber im Endeffekt waren wir zu ungenau. Das hat man auch am Ende gesehen. Wir haben geil das Spiel gedreht, aber das hat man heute gesehen, dass wir könnten von unserer Kontra ganz locker das 3-1 machen. Dompe hat zwei riesengroße Chancen gehabt, er hat super gemacht, aber Abschluss war nicht gut. Und ja, am Ende fühlt sich das an wie eine Niederlage, weil wir waren nicht ein Schritt, sondern einen halben Schritt vom Sieg heute. Und ja, müssen wir aber trotzdem aufstehen und nächstes Spiel weitergehen. Ja, ich denke, erste Halbzeit war auf jeden Fall nicht gut. Sind nicht gut ins Spiel gekommen, haben keine Mittel gefunden, sind nicht richtig in die Zweikämpfe gekommen. Erste, zweite Bälle waren immer beim Gegner, gefühlt immer so einen Schritt zu spät, haben es einfach nicht so angenommen, obwohl wir wussten, was auf uns zukommt. Aber dann sieht man trotzdem, dass wir die Qualität haben, immer zurückzukommen. Brauchen nicht viele Chancen. Natürlich dann nach dem 2-1 lief das Spiel total für uns. Noch riesen Konterchancen, da müssen wir einfach den Deckel drauf machen. Oder halt dann natürlich nicht mit der letzten Aktion noch das Gegentor schlucken. Ist natürlich insgesamt natürlich gerecht. Das Unentschieden, aber unfassbar bitter, wenn man dann so zurückkommt und in der letzten Minute noch das Gegentor fängt. Du hast angesprochen, ihr habt zwischenzeitlich nach einem schwachen Beginn das Spiel gedreht, unter anderem auch durch ein Tor von dir. Wie hast du das erlebt auf dem Platz? Fuß reingehalten, kurz gedacht, du bist im Abseits vielleicht? Oder? Nee, Abseits war ich mir eigentlich relativ sicher, dass ich nicht stehe. Ja, super von Lazzi, ich spekuliere durch. Ja, dann Glück, bisschen Glück. Den wollte ich natürlich nicht so, aber ja, nehme ich natürlich. Schade, dass es dann, oder bitte, dass es nicht reicht. Chancen waren dann in der zweiten Halbzeit da. Ja, wie gesagt, da müssen wir den Deckel drauf machen. Ja, aber natürlich mit so einer Leistung über einen Punkt muss man damit leben. Ein Wort vielleicht noch zu deinem schönen Freistoßtor. Du hast ja schon relativ früh auch den Ball geschnappt. Muss man so mal machen, oder? Ja, ich habe so viel dafür gearbeitet, dass ich beim so einer Form bin wie jetzt. Und trotzdem weiß ich, dass ich muss dranbleiben. Freistoß war ja überragend geschossen. Freue ich mich, dass es reingegangen ist, aber am Ende trotzdem ist das sehr schade, dass wir nur einen Punkt von hier mitnehmen. Lazio hat gerade gesagt, hat sich wie eine Niederlage angefühlt oder fühlt sich wie eine Niederlage an. Alle Jungs auch ziemlich frustriert hier vorbeimarschiert. Wie schafft man es da trotzdem wieder Brust rauszukriegen und was Positives mitzunehmen?
Ja, wir wissen, die Saison ist noch lang, es sind jetzt noch 32 Spiele, also einfach abhaken. Ich glaube, das geht relativ schnell, weil es noch Anfang der Saison ist. Aber natürlich muss es eine Warnung sein, dass es nicht so weitergehen kann in die Anfangsphase, dass wir die nicht so verpennen können. Dann wird es gegen jeden Gegner schwer, ist ganz klar. Da müssen wir klar daran arbeiten, dass wir wie gegen Schalke von der ersten Minute auf dem Platz da sind. Dann haben wir die Qualität, jeden Gegner zu schlagen, aber so wird es natürlich schwer.